Verkehrsministerin wird übermorgen den Bau des Autobahnzubringers durch den Landstein forcen in einer Pressekonferenz bekannt geben. Wir werden bis dahin Mittel und Wege finden, das zu verhindern. Das Land kann uns zwar enteignen, aber es muss uns angemessen entschädigen. Es wird nicht ein Baum gefällt. Ja, was soll das heißen? Willst du die Ministerin jetzt doch bestechen? Wenn es das ist, was wir tun müssen, um unser Eigentum und das unserer Kinder zu beschützen. Was ist eigentlich los mit dir? Wird das jetzt hier so ein Eifersuchtsanfall oder was? Was zwischen uns mal war, das ist Vergangenheit. Ich liebe Giselle. Ja, das hoffe ich auch. Schließlich heiratest du sie. Gut? Richtig gut. Das war erst der Anfang. Hm? So will ich doch hoffen. Der Hausmeister. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, konnte ich erst auch nicht. Aber der hat die richtig angebangert. Und sie hat sich das gefallen lassen. Ich glaube, es hat ihr sogar Spaß gemacht. Caro ist immer für eine Überraschung gut. Sag mal, meinst du, ich muss diesen Sascha jetzt auch zur Hochzeit einladen? Als Caros Begleitung? Ah, nee. Das wäre, glaube ich, zu früh. Das ist nur so eine... Nur so eine was? Ja, eine Eintagsfliege. Aber das wäre schon toll, Caro mit Sascha auf der Hochzeit. Sonst ist es ja für sie als meine Trauzeugin doppelt deprimierend. Warum? Wir beide wissen doch ganz genau, dass sie sich ein bisschen in dich verguckt hat. Aber das ist doch ewig her. Warst wohl auch nur eine Eintagsfliege. Was meinst du damit? Naja, Stopp heißt so viel wie Stopp. Außerdem wollten wir doch essen. Schon, aber... Ja, was hast du jetzt gedacht? Nur weil du jetzt hier für mich kochst, gibt's dann gleich automatisch Sex als Vorspeise? Naja. Oh, es riecht so gut, ich habe einen Bärenhunger. Ich könnte ein ganzes Pferd verschlingen. Da ist kein Pferd drin, wenn du das meinst. Ich weiß. Sagt man doch so. Ja? Hab ich noch nie gehört. Aber egal. Ansgar ist aus dem Reich der Toten zurück. Und was bedeutet das für uns? Es wird komplizierter, er wird uns wahrscheinlich auf die Finger sehen. Die Hauptsache ist, Hagen ist nach wie vor bereit, die Bestechung durchzuziehen. Gut. Wir brauchen jetzt ein Wo und vor allem ein Wann. Morgen. Was heißt denn hier morgen? Das ist ziemlich knapp. Ich komme nachher im Ministerium vorbei und rede selbst noch mal mit deiner Chefin. Ja. Hallihallo. Was willst du?
Ich habe gehört, dass Tanja in die Schweiz ist. Zu Hannes. Mhm. Wenigstens eine, die sich um euren Sohn kümmert. Weißt du, das würde ich auch ganz gern tun, aber leider kann ich das Land nicht verlassen. Wegen dieser Strafanzeige. Falls du glaubst, Frieda wird Hannes zuliebe ihre Anzeige gegen dich zurückziehen, muss ich dich leider enttäuschen. Die Sache lässt sich nicht mehr stoppen. Ach, jetzt komm schon. Die Anwälte findet doch immer Mittel und Wege. Wie wär's denn beispielsweise mit einer Aussage zu meinen Gunsten? Warum sollte ich das tun? Du hast dir ein Schlafmittel verabreicht, als sie hochschwanger war. Du hast mich an einer Klippe hängen lassen. Ich könnte tot sein. Ich würde sagen, wir sind quitt. Wir sind quitt, wenn sie dich weggesperrt haben. Für möglichst viele Jahre. Na schön. Die Sache ist noch nicht vorbei. Wenn sonst nichts mehr ist. Willst du verreisen? Ach, das? Das sind nur ein paar Unterlagen fürs Büro. Danke, Lisse. So, jetzt mal raus mit der Sprache. Woher kennt ihr euch? Wir sind uns genau hier begegnet. Wir haben das Schicksal so spielt. Schicksal? Ja, ich habe erst gedacht, der Böttcher wäre einer von den Trauergästen. Ja, ich hatte ja noch nicht gefrühstückt. Ja, und dann gab es da den Leichenschmaus? Ja, der ja ausgefallen ist, weil der Tote ja gar nicht tot war. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du hast dich als Trauergast ausgegeben? Na ja, sagen wir mal so, ich habe das Missverständnis nicht richtig aufgeklärt. Mhm. Frau Schumann war einfach zu charmant. Ja, und woher kennt ihr beide euch? Willst du oder soll ich? Du. Eigentlich kennen wir schon viel zu lange. Ich glaube, aus der Pfadfinderzeit als Knirpse. Ich habe immer aufgepasst, dass er sich im Wald nicht verläuft. Ja, ja, ja. Heute ist er Förster. Ja, ja. Dann sind Sie hier, um Thomas zu besuchen. Nein, er sucht einen Job als Stallmeister hier in Düsseldorf. Ach was, dann wären wir ja Kollegen. Das wäre großartig. Das wäre fantastisch. Ja, gut. Dann zeige ich dir mal die Stallung. Vielleicht haben wir das Glück und treffen Hagen von Lahnstein. Ziehen Sie denn dann mit Ihrer Frau hierher? Meine Frau? Ja, die hat doch vorhin angerufen, als wir im Operncafé waren, oder? Ach so, nein, das war meine Tochter. Sie ist auch der Grund, warum ich nach Düsseldorf ziehen will. Das ist ja perfekt. Also ich meine, dann können Sie ja immer hierher kommen, wenn Sie mal Appetit haben. Ich habe eigentlich immer Appetit. Okay, gut. Können wir dann jetzt? Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, vielen Dank. Ach, Justus, für gewöhnlich sind Sie doch immer ziemlich gut unterrichtet, was hier so vor sich geht. Mit Verlaub, wenn Sie andeuten möchten, dass ich lausche, werde ich umgehend meine Demission einreichen. Nicht doch. Ich wollte einfach nur wissen, ob sich während meiner Abwesenheit hier irgendwas zugetragen hat. Irgendwas Besonderes. Verzeihung, aber ich bin nicht in der Position, das Verhalten der Herrschaften zu kommentieren. Justus. Ich bin in der Position, Ihnen das Leben hier verdammt schwer zu machen. Also, kommentieren Sie. Selbstverständlich hat sich Graf Sebastian am Anfang mit der Situation schwer getan. Es hat ziemlich gekracht. Setzen. Meines Wissens hat Hagen Sebastian sogar die Hochzeit mit Tanja verboten. Ja, und nicht eher geruht, bis die beiden wieder getrennt waren. Und trotzdem sind Hagen und Sebastian wieder die besten Freunde? Seltsam, finden Sie nicht? Offensichtlich hat sie der Autobahnzubringer zusammengeschweißt. Autobahnzubringer? Mitten durch unseren Forst. Graf Hagen versucht natürlich alles, um das zu verhindern. Glücklicherweise hat er gute Beziehungen ins Ministerium. Ach, hat er die? Ja, tatsächlich. Allerdings scheint die Trassenführung durch unseren Forst bereits beschlossene Sache zu sein. Also, die Sumpfohreule war unsere letzte Hoffnung. Tragisch. Ja. Und die ist einfach über Nacht verschwunden. Danke, Justus.
Mehr Wein. Echt gut. Willst du nicht mehr? Du bist schon ein seltsames Mädchen. Wieso? Weil ich nicht gleich mit dir ins Bett steige? Ist es, weil du in jemand anders verknallt bist? Wie kommst du denn darauf? Naja, ist die einzig logische Erklärung, die ich mir vorstellen kann, warum man mich zurückweist. Hast du ein gesundes Selbstbewusstsein? Nein, ich bin nicht verliebt. Ich dachte, du und Tore. Tore ist mein zukünftiger Schwager, mehr nicht. Wenn du das sagst? Ja, sage ich. Dann ist es so eine Taktik. Was für eine Taktik? Naja, es gibt sowas wie ein Tempolimit. Sozusagen. Dann werde ich in Zukunft die Warnsignale ein bisschen besser beachten. Klingt gut. Aber ganz bremsen muss ich nicht, oder? Sagen wir es so. Wir sind gewissermaßen in einer 30er-Zone unterwegs. Ich dachte, wir seien auf einer Spielstraße. Morgen schon. Die Ministerin setzt uns die Pistole auf die Brust, hä? Entweder wir zahlen oder wir kriegen diesen Autobahnzubringer direkt vor die Nase gesetzt. Eigentlich sollte man sie anzeigen, diese korrupte Schlange. Wir spielen ihr Spiel auch noch mit. Hagen, wir müssen leider auch noch dankbar sein, dass sie überhaupt gesprächsbereit ist, sonst wären die Bagger jetzt schon da. Du musst trotzdem noch mal versuchen, etwas Zeit zu schinden. Der Wirbel, den Ansgars Auftauchen hier verursacht hat, ist einfach zu groß. Oh, hab ich da meinen Namen gehört? Ansgar, was schleichst du denn hier so rum? Ja, weißt du, ich muss ein wenig vorsichtiger auftreten, was vielleicht an meinem kaputten Bein liegt. Wir überlegen gerade, wie wir deine Wiederauferstehung am besten an die Presse geben, ohne dass das hier zum Wallfahrtsort wird. Ich merke schon, du hast gelernt, witzig zu sein auf der Insel. Ich hatte ja gedacht, wir hätten andere Probleme, zum Beispiel dieser neue Autobahnzubringer. Oh, du weißt schon davon. Tja, was gedenkt ihr beiden Spezialisten denn dagegen zu tun? Lass das unsere Sorge sein. Man könnte natürlich beispielsweise ein paar neue Sumpfohreulen aussetzen, dann wird das Naturschutzgebiet ausgeweitet. Leider gibt es in der Zoohandlung nicht zu kaufen. Ich werde mich gleich mit der Ministerin treffen, um einen Kompromiss auszuhandeln. Kompromisse mit Politikern, das hieß zu meiner Zeit eigentlich immer, dass man denen ein paar Scheinchen rüberschiebt. Zum Glück sind deine Zeiten hier vorbei. Der Bau lässt sich auf jeden Fall auch auf legalem Wege verhindern. Ja, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Soweit ich weiß, hast du keine relevante Position mehr inne. Weder in der Firma noch in der Familie. Das ist Chefsache. Ja, natürlich. Und der Chef bist du. Wer wollte das bezweifeln? Ich bestimmt nicht. Nein, du bestimmt nicht. Tut mir so leid, Frau Linse. Die viele Arbeit. Ach was, Graf Ansgar lebt, das ist für mich das Wichtigste. Ja, aber das Essen, ich meine, das muss ja jetzt alles entsorgt werden. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht einen Teil der Obdachlosenhilfe spenden könnten. Ach, das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Ja, kümmern Sie sich doch darum, Frau Schumann. Die dürfen, soweit ich weiß, allerdings leicht verderbliche Dinge nicht nehmen. Also würde ich den Rest gerne an die Belegschaft verteilen, wenn Sie nichts dagegen haben. Wieso sollte ich? Nein, nehmen Sie das in die Hand. Gut, die Damen, dann kommt das alles hier nach oben, das geht an die Tafel und die Schnittchen bleiben hier. Damit fällt das Mittagessen wohl aus. Das war schade. Ach, schon zurück von der Besichtigungstour. Sie haben doch gesagt, ich soll kommen, wenn ich Appetit habe. Verstehe. Haben Ihnen denn die Stallungen gefallen? Ach, ist eine tolle Anlage, ja. Aber leider ist keine Stelle frei. Ich werde dann wohl doch kein Düsseldorfer. Aber Sie bleiben doch noch ein bisschen hier. Also wegen Ihrer Tochter, meine ich. Leider nicht. Ich muss morgen zurück. Die Arbeit ruft.
aber dann setzen Sie sich doch einfach noch einen Augenblick. Wir wollten gerade ein Resteessen für die Belegschaft veranstalten. Seien Sie unser Gast. Ich will Sie nicht stören. Nein, Sie stören uns nicht. Hier unten führen wir das Regiment. Nicht wahr, Frau Linse? Ja, gute Esser sind bei uns immer willkommen. Na dann. Sieht fantastisch aus. Danke. Sebastian? Hier sind die Trendscout-Analysen. Was machst du hier? Kim, komm rein, mach die Tür zu und hilf mir suchen, okay? Wo ist Sebastian? Der hat ein Treffen mit der Wirtschaftsministerin. Da wird irgendein krummes Spiel gespielt. Aha. Und wonach suchst du? Ich suche einen Aktenkoffer, okay? Ansgar? Was soll das? Dazu, ich muss irgendwas finden, womit ich Sebastian unter Druck setzen kann. Und ich glaube, der Koffer ist die Lösung dazu. Er hat vorhin extrem nervös wegen dieses Dings reagiert. Moment. Du warst schon so gut wie tot. Und kaum bist du wieder zurück, fängt dieser Scheißkrieg wieder von vorne an. Kim, hör zu. Heute Morgen noch dachte ich, ich müsste dich beerdigen. Weißt du eigentlich, was für ein Scheißgefühl das war? Das tut mir leid. Aber Sebastian versucht, mich für Jahre hinter Gittern zu bringen. Glaubst du, das fühlt sich besser an? Lieber im Knast als tot, da kann ich dich wenigstens besuchen. Kim, hör zu. Können wir diese Debatte vielleicht vertagen? Was ist in dem Koffer? Ich gehe davon aus, dass Hagen und Sebastian versuchen, die Wirtschaftsministerin zu bestechen, um den Bau dieses Autobahnzubringers durch den Forst zu verhindern, okay? Also was ist jetzt? Hilfst du mir? Glaubst du wirklich, Sebastian stellt sich einen Geldkoffer in die Bude, damit du ihn findest? Naja, du hast wahrscheinlich recht. So blöd ist nicht mal der. Und? Du und Sascha? Ich und Sascha was? Ihr habt fast am Laufen. Knackig ist er ja wenigstens. Sascha und ich, wir sind gute Freunde, mehr nicht. Das hat Tora auch gesagt. Aber ich habe ja Augen im Kopf. Ich sehe doch, dass da mehr ist als nur Freundschaft. Komm, mir kannst du es doch sagen. Tut mir leid, für deine lebhafte Fantasie kann ich nichts. Warum sollte ich denn jetzt hierher kommen? Weil ich will, dass meine Hochzeit perfekt wird. Und dazu gehört, dass meine Trauzeuge nicht so aussieht wie du. Ach, Giselle, ich habe jetzt echt keine Zeit, mit dir einkaufen zu gehen. Schatz, das musst du überhaupt nicht. Guck mal, ich habe schon ganz viel besorgt. Oh, war ja. Und übrigens, falls da doch was mit dir und Sascha läuft, kannst du ihn gerne mitbringen zur Hochzeit. Mal sehen. Wieso interessiert dich das überhaupt so? Das zuerst. Und natürlich interessiert es mich, wenn meine Schwester was mit einem tätowierten Frauenheld hat. Außerdem will ich, dass du nicht allein zur Hochzeit kommen musst. Alleine kann man sich sehr gut amüsieren. Ja, ja, das kenne ich schon. So, Haare nach vorne. Und? Wie gefällt's dir? Ziemlich knapp. Da sieht man ja meine. Du kannst ruhig mal ein bisschen mehr Haut zeigen. Also bei dem Kleid, da hört das Zeigen ja gar nicht mehr auf. Da sehe ich ja aus, als würde ich nach der Trauung noch ein bisschen anschaffen gehen. Wenn du weiter so zugeknöpft rumläufst, dann kriegst du nie einen Mann. Falls es sich beruhigt, auch ohne sexy Outfit, lerne ich laufend neue Leute kennen. Sogar Männer. Bevor es irgendwie knistert, seid ihr auch nur gute Freunde. Siehe, Sascha. Wenn ich gleich mit dem Mann ins Bett steige, dann knistert es hinterher doch gar nicht mehr. Probier's doch einfach mal andersrum. Erst Sex und dann reden. Dafür bin ich nicht der Typ. Ach komm schon. Du willst es doch auch.
Was ist denn hier los? Eine Party am helllichten Tag mit Bier? Den Champagner rückst du ja nicht raus. Ach, Justus, setzen Sie sich. Ich würde so gern mit Ihnen anstoßen. Nein. Ja, und für eine Party ist nun wirklich still hier, oder? Ja, aber das können wir doch ändern, oder? Was legen Sie auf? Wow. Das kennen Sie? Natürlich kenne ich das. Ich war ein Jahr als Wanderarbeiter in Irland unterwegs. Ach. Ist das nicht ein bisschen zu laut? Quatsch, die Musik muss mal laut hören. Die ist zum Tanzen gemacht. Was? Sie können Irish Dance? Ja, Sie auch? Na ja, sagen wir, ich arbeite dran. Ein Naturtalent! Justus! Und? Was sagt die Ministerin? Die Frau hat wirklich Haare auf den Zähnen. Kein Wunder, dass Percy loswerden will. Justus! Verzeihung, ich habe Sie nicht kommen hören. Ja. Was ist denn das für ein Lärm? Na ja, man könnte sagen, die Freude ist groß, weil Graf Ansgar zurück ist. Ich wünschte, mir wäre deshalb auch noch feiern zumute. Wenn Sie die Musik stört, kann ich das sofort unterbinden. Nein, nein, lassen Sie nur. Danke, Justus, das war's. Danke. Also? Nicht hier. Wo ist das Geld? In meinem Kofferraum, ich hol's später. Okay, es bleibt dabei. Die Trassen. Sicheren Ort. Ein Ort, den wir kontrollieren können. Das liegt auch im Interesse der Ministerin. Glaubst du, sie hat Lust, sich wegen Korruption von der Presse zerfleischen zu lassen? Ich habe das doch alles mit ihr schon besprochen. Und ich habe schon eine Idee, wo die Übergabe stattfinden kann. Gut. Und du willst das wirklich durchziehen? Wenn ich diese Schlange bestechen muss, damit ich unseren Grund und Boden in der Form erhalten kann, wie er seit Jahrhunderten besteht, dann werde ich es tun. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt einfach nur die Nerven behalten, dann ist die ganze Sache morgen vom Tisch. Danke, Sebastian. Brauchst du mich noch? Ich habe da noch was Dringendes zu erledigen. Nein, nein. Geh nur. Was? Es ist immer noch zu aufreizend. Das ist das züchtigste Kleid, was Sie hatten. Nein, das ist nicht so aufreizend. Das ist irgendwie zu langweilig. Du kannst nicht beides haben. Züchtig und aufregend. Doch, ich glaube schon. Schon mal was von geheimnisvoll gehört? Ah, ja. Du meinst eine Burka. Nein, ich meine, dass es noch was dazwischen gibt. Ich kann noch mit jemandem flirten, ohne gleich mit ihm ins Bett zu gehen. Reden wir jetzt von dem Kleid oder von Sascha und dir? Also, ich rede vom Kleid. Lass mich raten. Sascha hat versucht, dich zu küssen und du wolltest nicht. Im Gegenteil. Ich habe sogar sehr wild und sehr leidenschaftlich mit Sascha geküsst. Hm. Ach, wirklich? Mhm. Und was ist dann passiert? Dann? Dann haben wir zu Mittag gegessen. Na, Mittagessen gewesen? Ja. Problem damit? Ich weiß, dass ich dich liebe. Lieb dich.
Ich auch. Nichts. Hat aber ganz schön lang gedauert. War noch nicht in der nächsten Frittenbude, sondern haben selbst gekocht. Was geht dich das an? Ich frage mich nur, ob Caro während ihrer Arbeitszeit auch irgendwann mal arbeitet. Ich denke, sie darf ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Klingt fast so, als seist du eifersüchtig. Eifersüchtig? Mhm. Also erstens bin ich mit ihrer Schwester verlobt und zweitens glaube ich kaum, dass du ihr Typ bist. Bist du dir da sicher? Sie küsst fabelhaft. Sie hat dich geküsst. Sie hat mich regelrecht angesprungen. Und? Bist du in ihn verliebt? Nein, ich glaube nicht. Ich dachte, vielleicht hättest du deshalb nicht mit ihm geschlafen. Was hat das denn damit zu tun? Bei dir? Eine ganze Menge. Du hast noch nie mit einem Mann geschlafen, in den du nicht auch verliebt warst. Weil ich eben will, dass es was Besonderes ist. Das ist ja auch okay. Ist nur ein bisschen blöd, wenn man sich so selten verliebt. Das kann man nun mal nicht beeinflussen. Oder bist du vielleicht immer noch in jemand anders verliebt? Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Ist ja okay. Gut. Gut. Ich dachte nur, wenn du niemandem mehr hinterher traust, dann könntest du dich ja vielleicht endlich mal ein bisschen amüsieren. Weißt du was? Du hast recht. Womit jetzt genau? Ich bin nicht verliebt. Und weil das so ist, kann ich doch jetzt einfach mal Spaß haben, das Leben genießen und mich amüsieren. Jetzt gleich? Unverzüglich. Und das Kleid? Ich nehme das mit dem tiefen Ausschnitt. Wieso wurde ich nicht darüber informiert, dass hier eine Party stattfindet? Frau Schumann. Das ist nur das Resteessen für die Angestellten. Das Resteessen? Also, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich habe von Anfang an Bedenken angemeldet. Ja, aber das ist ja alles ganz harmlos. Die Leute feiern, dass jemand nicht gestorben ist. Sie haben einfach ein bisschen Spaß. Und wer feiert, der arbeitet doch danach umso besser, nicht wahr? Und wer sind Sie? Mein Name ist Lukas Böttcher. Ich bin ein Freund von Thomas Wolf und die Musik, die geht auf meine Kappe. Gräfin Lahnstein, ich werde dafür sorgen, dass die Feierlichkeiten umgehend abgebrochen werden. So geht das nun wirklich nicht. Nein, so geht das wirklich nicht. Zu einer irischen Party gehört ein irischer Whisky, finden Sie nicht auch? Also, genießen Sie alle einen Schluck auf unser Haus und Sie sorgen mir dafür, dass heute trotzdem noch weitergearbeitet wird. Amen. Sie auch, Justus. Das ist ein Befehl. Und machen Sie die Musik an. Die Kollegen wollen tanzen. Na, hopp. Das war wie im Traum. Lass uns weiter träumen.
Die stecken da beide mit drin. Das ist die Gelegenheit, die loszuwerden. Ich dachte, du wolltest nicht mehr rumschnüffeln. Hey, Hagen und Sebastian haben derartig laut gesprochen. Da konnte ich gar nicht weghören. Jetzt bitte misch dich da nicht ein. Ich ertrag das nicht mehr. Ich hab Angst um dich. Kim, hör zu. Ich passe auf, okay? Ich brauch aber trotzdem deine Hilfe. Ja, was soll ich tun? Ich gehe mal davon aus, dass die Geldübergabe mit einem Koffer erfolgen soll. Ich weiß aber nicht wo, okay? Deswegen würde ich ganz gern in diesem Koffer irgendwo einen Peilsender anbringen. Ich weiß noch nicht, wo das blöde Ding jetzt ist. Ich habe Sebastian vorhin gesehen, da hat er einen Koffer aus dem Kofferraum geholt. Na prima, dann ist der jetzt wahrscheinlich in seiner Suite. Ah. Und ich soll ihn jetzt also ablenken, damit du da rankommst. Dazu, liebes Töchterchen, ich würde das nie von dir verlangen, wenn es irgendwie anders ginge. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Soll ich Sebastian fragen, ob er mit mir ins Kino geht? Nein, das will ich dir jetzt auch nicht abverlangen. Aber du könntest ihm beispielsweise dieses Trenddings zeigen, von dem du vorhin gesprochen hast. Oh, danke. Hey, Caro, willst du auch was trinken? Ist Sascha nicht da? Nee, heute nicht. Er ist beim Sport. Du weißt auch nicht, wo Sascha ist? Nee, keine Ahnung. Was willst du von dem? Geschlechtsverkehr. Was? Ist das so ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Alle Menschen haben Sex. Vor allem, wenn sie jung und ungebunden sind. Ich bin jung und ungebunden, also werde ich mich jetzt amüsieren mit Sascha. Hast du Lippenstift? Ja. Wie heißt die Farbe? Irgendwas mit flammender Leidenschaft oder so. Hm, passt ja. Danke. Na, wolltest du jetzt doch was, Caro? Ja, will ich. Ungezügelten, wilden, animalischen, leidenschaftlichen Sex. Ich hab eine Freundin. Hey, was war denn so dringend? Komm rein und find's raus. Okay. Mit deinen Lippen gemacht? Irgendwas mit flammender Leidenschaft. Essen? Du bist so blöd. Tempolimit. Aufgehoben. Ein wunderschöner Nachmittag. Ja, finde ich auch. Nur Irland selber kann das noch toppen. Als ich das erste Mal die Cliffs of Moher sah, dachte ich, wow, hier willst du nie wieder weg. Ja, das stimmt. Ich muss unbedingt mal nach Irland. Warum haben Sie es nicht getan? Warum sind Sie wieder weggefahren? Nach jedem Sonnenuntergang kommt ein neuer Tag und alles ist anders. Ja, ich werde auf jeden Fall hinfahren, den Ring of Kerry sehen. Ja, ja, und Glendalough? Kilmore Abbey. Giant's Causeway? Bond County. Kommen Sie mit? Mit dir nach Irland. Jederzeit. Durch? Thomas. Dafür wollten Fußball gucken. Ja, klar, klar. Ja, was denn gleich ist Anpfiff? Kein Problem. Das war wirklich ein sehr schöner Tag. Ja, finde ich auch. Willst du mir vielleicht meine Nummer? Augenblick, warte. Hier. Ach, aus dem Opernkaffee. Ja, du hast nicht gefragt und ich habe mich nicht getraut. Also, schönen Feierabend. Na komm. Ja. Ah.
Sag mal, hast du noch eine Zwillingsschwester, mit der ich heute Mittag gegessen habe? Nicht, dass ich wüsste. Mann, Mann, was ist denn passiert? Mir ist klar geworden, dass ich den nächsten Schritt machen muss und dass ich dann erst die Vergangenheit hinter mir lassen kann. Und jetzt fühlst du dich besser? Wie neu geboren. Oh. Apropos, du bist so gut wie zur Hochzeit eingeladen. Als meine Begleitung. Herr Tore und deiner Schwester? Keine Angst, ich fange auch nicht im Brautstrauß. Naja, wenn kein Haken an der Sache ist, bin ich immer für eine gute Party zu haben. Hervorragend. Dann kann sich die Cocktailtomate auch jemand anderen zum Quatschen sagen. Was? Vergiss es. Das hat sie wirklich so gesagt, dass sie Spaß haben will? Ja. Ich finde, da hat sie sich doch mit Sascha den richtigen Typen ausgesucht. Na, hoffentlich bereut sie das später nicht. Caro ist schon groß. Und sie ist vernünftiger als du und ich zusammen. Ja, aber sie ist auch sensibel. Was ist, wenn der Typ sie nur ausnutzen will? Dann knüpfe ich ihn mir vor. Außerdem, wer weiß, vielleicht tut er ihr ganz gut. Und sie hat eine Begleitung für die Hochzeit. Also komm, so schlimm wäre das jetzt auch nicht, wenn sie jetzt ohne Begleitung dahin kommen müsste. Wer weiß? Vielleicht sitzen wir irgendwann alle mit Caro, unseren Kindern und dem Hausmeister zusammen feiern unterm Weihnachtsbaum. Na komm schon, die Vorstellung ist doch witzig. Ich hab dich heute gesucht. Du wolltest doch noch die neuen Trendscout-Analysen sehen. Richtig. Ich habe nur im Moment überhaupt keine Zeit. Das habe ich mir schon gedacht. Naja, gut, war eh nicht so wichtig. Zum Glück ist Tanja nicht da, damit sie mir die Hölle heiß macht. Auf der anderen Seite sind diese Analysen natürlich wichtig. Ach Quatsch. Das behauptet Tanja immer nur, mich zu schikanieren und Überstunden machen zu lassen. Na ja, gut, dann mach ich mir einen schönen Abend. Einen Moment. Tanja weiß in der Regel immer ganz gut, wovon sie redet und da ich sie zurzeit vertrete. Ich hab Feierabend und außerdem sind die Unterlagen in der Firma. Ach, jetzt komm schon. Das Leben besteht aus mehr als nur Arbeit. Wenn's nach dir ginge, sogar ausschließlich, oder? Na komm schon, wir fahren schnell rüber. Dauert auch nicht lang. Bist du dann soweit? Ja, ich komme. Wow, das hört sich ja richtig heiß an. Ja. Wir hätten uns fast geküsst. Vicky, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Was? Danke. Ja, es muss irgendwie am Wetter liegen. Falls du mal meinen neuen Lippenstift ausleihen willst, sag Bescheid. Wie meinst du das jetzt? Egal. Sag mir eigentlich Thomas dazu, dass du jetzt mit seinem Kumpel anwendest. Der war brummig wie immer. Wahrscheinlich merkt er jetzt, auf was er verzichten muss, seitdem er nichts mehr von dir will. Also das glaube ich weniger. Das Einzige, was den interessiert hat, war, dass dein Fußballladen nicht ausfällt. Auch ein Alt? Ja, gerne. Prost. Aufs Wiedersehen. Ja. Sag mal, du warst vorhin so komisch. Magst du Biggie nicht? Doch. Die ist in Ordnung. Mhm. Was? Habt ihr was miteinander? Was? Wie kommst du darauf? Nur so ein Gefühl. Quatsch. Nach. Die hat hier gewohnt. Sich um
um die Kinder gekümmert, als es Vicky. Ach so. Entschuldige, das habe ich nicht gewusst. Hm. Naja. Da lernt man sich schon ganz gut kennen. Wir waren noch mal tanzen zusammen. Und dann? Ja, nix. Und dann. Was soll denn das? Also, dann ist Tommy in die Kita gekommen und Vicky hat die Stelle auf dem Schloss angenommen. Sag mal, kann es sein, dass du in sie verknallt bist? Na komm, ich verspreche dir, ich lasse deine Finger von ihr. Also, die 80s sind weiter in. Schulterpolster, Karottenhosen, schiefe Reißverschlüsse. Weiter? Ja, da gibt's total abgefahrenes Zeug. Ich warte. Mhm. Moment, ich hab's gleich. Ja, das musst du sehen. Hallo? Gut gemacht, Kim. Also, das war wirklich der ultimative Style. Ich kann es vor Spannung kaum noch aus. Also, ich bin jetzt nicht so gut vorbereitet, aber ich nehme meinen Job wirklich ernst. Davon bin ich überzeugt. Gerade machst du deinen Job sogar sehr gut. Ich schätze, Ansgar hat den Koffer allmählich auf. Ich hab was drum, jetzt ein blödes Gesicht zu sehen. So, da wollen wir doch mal sehen.